Hey, Netschkon, zu einer weiteren Folge Erdnoten Bergmann. Dann Lukas, auch wenn der jetzt gerade kurz vor, dass ich weiß nicht genau wo, aber im Traktor sitzt er auf jeden Fall auch drin. Das ist wunderbar. Oh. Meine Güte, bleibt er da drin. Egal. Nun schmeiße ich schon raus, wenn er noch läuft hier. Motor aus. Das ist die Buddha-Maschine. Ah, oh, ich bin gut noch fest. Weil die Spanngurte noch los, Junge. Oh. Ich glaube nicht, dass ich alle Fässer dran bin. Ah, Jesus. Ruckelung, Ruckelung, Ruckelung. Ich komme nicht an alle Fässer dran. Ja. Jetzt Vollgas nach hinten. So, perfekt. Oh, Komm schon, stell das wieder hin. Ah. Gut. Weg. Das ist das Bruder-Ding halt, ist aber schwarz früher auf jeden Fall. Weil du dann ja die ganze Zeit produzierst und dann am Ende verkaufst und dann produzierst und kannst dann direkt verkaufen. Der hat ja ganz weiter produziert und wieder verkauft. Boah. Die ist durchgelaufen. Ja, okay. Warte mal, können wir ja gleich nochmal abfüllen. Perfekt. Läuft das schon mal? Einfach habe ich zu viel Fässer gekauft. Und das Gefühl, gell? Egal. Geht einfach irgendwas an. Anderes rein, außer Butter. Nee, okay. Ja, stimmt, ich habe fast zu viel. Meine Güte, was ist denn das? Das Gelege geht halt auf den Nerven. Was? Komm her. Ach ja, wie schön. Ach stimmt, so läuft es auch. Meine Fresse. Gerade am Lenken. Ich stehe schon wieder in der Kettensäge. Ne, dem wo reden kann er. Hm? Was denn? Ja, da ist wieder Kettensäge rum und dann. Ja. So, ich habe fast zu viel gekauft, aber okay. Kann ich mir erzählen. Wie es scheint. Wird es auch gleich noch befüllt? Komm schon. Perfekt. Das war's auch noch, bitte. Nee, nicht so. Mein Gott. Hallo? Ach, jetzt. Perfekt. Mal läuft doch. Ist doch schön, dass du immer sagst, du bist fort und dann bleibst du dort sitzen, gell? Das war ein Versehen. Ja, schmeiß das Fässer ins Auto. Ich. Ja, ich komme nicht so weit. Ey, nimm mir die aber aus der Hand. Aha. Kann sein, dass... Davor, dass in der Schlauch eingeknippt wurde. Hey, ah! Nein! Nicht gegen die Decke. Bitte. Nein!
Meine Fresse. Ey. Stoffen. Ey. Junge! Also, pass mir auf. Es war ich nicht. Es warst du. Nee. Natürlich, ich hab die rechte Maustaste benutzt, nicht die linke. Ganz sicher? Ja. Eigentlich kann ich das ja erstmal noch hier stehen lassen. Du musst ja eh nochmal umfüllen, du hast es schon. Was? Du musst ja eh nochmal aussaugen gleich. Mir ist das egal. Ja, ist ja so, oder nicht? Hey, die Butter muss ich jetzt mal verkauft werden. Kannst du ja mal Butter verkaufen, genau. Warte. Familie Schröder. Super. Das ist ganz unten neben dem Fassmacher in der Bäckerei. Seine Fass hängt nicht so ganz richtig drin, kann das sein? Held, wo ist das? Familie Schröder, die 6 da. Ich komme. Ich möchte nur den Hahn zumachen, bitte. Der Hahn, der redet, die Katze miaut, Herrgott. Jetzt. Kriegt die Hähne nicht zu, da befüllst du noch. Ist noch zu normalerweise. Hähne sind zu, offen. Bei mir sind sie zu. Ich hab da ja einen Schlauch abgehabt. Sind beide offen. Tor schließen, ja schön. Nee, Tor schließen wollte ich nicht. Leck. Wer leckt? Wenn du deinen Schlauch angeschlossen hast, krieg ich keine Milch raus. Und schließen ab. Ja, würde ich ja gern. Geht aber nicht. Weil die Hähne noch offen sind. Ja, Junge, du bist auch offen. So, H Nummer 2. H Nummer 1 ist zu. H Nummer 2 auch. Ah, oh, sehr gut. Hört jetzt haben wir's. Noch zu, mein Gott, Alter, bist du klein. Ja, jetzt sind sie zu. Irgendwie sie gerade zugemacht hat. Kann man hier das Tor aufmachen? Ne, kann man nicht, ne? Kann ich das verkaufen? Uhrzeitmäßig gehen die auf die Tore. Es leckt. So habe ich gerade 80, 90 MS, meine Güte. Was ist denn heute los? Immer schön die Milch da vorne zusammen. Was wow, ist das lukrativ. War ein Fass, oder? Ja. Yeah. Also, 1000 Euro für ein Fass. 1000 Euro für ein Fass, da fehlt aber 200 Euro, ne? Er hätte eben fast 1000 Euro. Meine Güte. Dass du immer so kleinlich bist. Du musst dann eh gleich essen, also kannst du hier weitermachen, wenn du willst. Ich muss erstmal schlafen. Halb neun schon. Aber der Fass läuft zum Beispiel besser. Boom. Und rein da. Ja, auf du. Hä? Was ist auf? Ganz ehrlich, irgendwie mit diesen kleinen Fässern, das ist alles viel zu viel Arbeit, finde ich. Ja, ich mache ja schon. Kann das klein machen, wenn du willst, aber dann kannst du da sein, dass wir 2 Stunden lang malen müssen. Ja,
Und da ist schon Lust drauf. Letztes Jahr vorher hoch oder so. Also ja, nächste Woche dann, ja. Meint ihr jetzt? Kann mich an so eine Verkaufsstelle so ein Pass hinstellen, das direkt in den Verkaufs... so eine Maschine hinstellen, das direkt in den Verkaufsträger umfüllt. Geht es nicht? Nie. Ich bin schon nicht gefasst. Dein Pech. Wir müssten jetzt noch 4 Fässer sein, ich geh jetzt essen. Ja, hau ab. Tschüss. Ciao. Ich will das Blick umändern. Nicht zum Kotzen. Hör auf, hör zu mit der anderen Taste. Wir sind ja agieren. Nee, interagieren ist es nicht. Ja, interagieren ist Sache in Hand nehmen. Ich würde immer noch gerne mit links machen. Aber dann kann ich es halt umlegen. Aber das ist halt so. Muss ich mal auf Kill gucken. Nee, aber das ist immer linke Maus. Oh. Immer noch linke Maustaste. Ich krieg mal jetzt hin. Aber eigentlich ist es immer noch. Meine Güte. Oh. Pack der Schlauch auch noch rum. Voll bitte. Eine Güte, jetzt nimm das Ding doch. Überleg, es ist fast auch nett. Gerade das Spiel ist schon mal am Denken. Meine Güte, sagst du, dass ich noch in der Hand hab? Oh. Ich kriege gleich die Krise, ey. Nimm das Ding doch. Jetzt. Oh. Wie hart ist zu? Doch zu. Hey. Jetzt kann man rüberziehen. Alles vor und runter. Eben nicht. Meine Güte. Ich bin fast wieder zu weit weg.
Nimm das Ding in die Hand. Jetzt. Ah. Sieht nicht gesund aus, wie das da hängt, aber egal. Er hängt dran. Ah, Halleluja. Pupprichtung, Fassentleerung aktiv. Einschalten. Okay. Ah. Gut, das ist auch schon wieder durchgelaufen, oder? Motor aus. Motor aus. So, eine. Können wir schon mal entleeren? Eine. Aber das ist voll. Ich. Ja. Irgendwo war die Hand eben. So. Jetzt. Hand nehmen. Und einlagern. Den Rest bringen wir so um das Milchhaus und Käse. Oder vielleicht den Kram mitzunehmen. Egal. Egal. Lagern wir das hier noch ein. Dann ist gut. Uiuiui. Ich will hier gegen peitschen. So. Hey. Will doch da nicht lagern. Jetzt her. Will den hier anhängen. Hier genauso. Alter, das ist mal ganz ehrlich. Echt so eine Sache hier. Ankommen. Ankommen. Auf. Auf. Wir sind da drin. Wie bitte? 1000? 4000. So. Da liegen wieder 2-3 Käse. Kettensäge. Oh. Meine Güte, was ist denn das? Stell dir mal, warum muss man nicht legen? War das drin? Alles drin. 4000, 4000, voll. Ich stehe hier wieder raus. Ah. Ja. Das ist ein starker Sturm heute. Meine Güte. Da. Und ab. Aber da, lass mal kaum einer drin. Jetzt sagen wir das da oben ein. Gut. Da was gucken. Kann man 3000 Liter mehr rein. Das hat überhaupt keinen Sinn. Egal. Da. Pumpen wir das hier rein?
Und dann ist gut. 2, 3. 1, 9. Okay. Aber die hole ich jetzt nicht. Wie geht denn da eigentlich rein ins Milchhaus? Keine Ahnung, gell? Nö, kein Plan. Nope. Das hier. Oh, egal. Ja, lass mal aus. Warte. Achso. Okay. Fertig? Fertig. Gut. Ich muss was gucken. Okay, da habe ich wieder reingegangen. 8000 Liter drin. Gut, dann bringen wir das Fass wieder runter. Und dann sehen wir uns nächste Folge wieder. Danke fürs Zuschauen. Und bis dann. Tschüss.